dass sie sich nicht auseinander dividieren lässt, sondern zusammen Bauern und Verbraucher für Bauernhöfe und Agrarfabriken stehen. Das ist die Stärke dieser Bewegung. Den Versuch gegeben, diese Spaltung hinzukriegen, dass diese Demonstration bauernfeindlich sei. Man hat gesagt, wir würden Gülle über redliche Bauernfamilien gießen, Ängste schüren und den sozialen Frieden stören. So ein Quatsch. Wir wissen als Bauern, dass Gülle ein wertvoller Dünger ist, wenn er sinnvoll ausgebracht wird. Und wir haben nicht nur die agrarindustrielle Entwicklung satt, sondern wir haben auch Appetit, nämlich Appetit auf eine bäuerliche Landwirtschaft und auf gesunde Lebensmittel, auf tiergerechte Haltung, auf eine Landwirtschaft ohne Gentechnik und vor allen Dingen auf eine Landwirtschaft, die auch solidarisch ist mit den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in aller Welt. Dass wir hier durch Berlin demonstrieren können zum Bundeskanzleramt. In anderen Ländern ist das nicht möglich. Da werden Demonstranten verhaftet oder noch viel schlimmer ermordet. Hier haben wir das Privileg und wir werden es wahrnehmen. Und dazu ist wichtig, dass wir eine gute, geschlossene, starke Demonstration durchführen. Aber vor allen Dingen auch Obacht gilt. Sind hier Kinder dabei? Die sollen sich mal melden. Ja, ich sehe viele Hände, die jetzt hochgehen. Ich sage euch, passt auf eure erwachsenen Begleiter auf, damit sie nicht zwischen Trecker und Anhänger herummarschieren. Da sind Gefahrenpotenziale und deshalb bitte an alle, seid vorsichtig, gerade was die Zugmaschinen angeht, gerade auch was die Themenwägen angeht. Dort sind Gefahren da, das haben wir mit der Polizei besprochen. Bitte den Anforderungen Folge leisten. Und ganz wichtig ist auch, keine Waffen dabei zu haben, ist ja klar. Auch keine Vermummung, Poolmützen sind erlaubt. Aber was uns besonders wichtig ist, Respekt und Toleranz voreinander. Dies ist eine Demonstration, die zeichnet aus, dass Veganer, Vegetarier und Bäuerinnen und Bauern die Tiere halten, nebeneinander für eine wichtige Sache einstehen. Und diesen Respekt wollen wir auch zum Ausdruck bringen. Es gibt hier keine Diskriminierung und keine Ausgrenzung. Hier sind alle Menschen willkommen, die mit uns für unsere Ziele demonstrieren. Ob schwarz, ob weiß, ob groß, ob klein. Alle, gerade auch die Mitbürgerinnen und Bürger aus anderen Ländern, ein herzliches Willkommen. Nicht dabei haben wollen. Und das sage ich im Namen aller Träger nochmal ganz deutlich. Nazis, Neonazis, Rassisten haben auf dieser Demonstration nichts erlaubt. So, und jetzt geht das Programm hier los. Wie immer, an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit kühlem Verstand, aber auch mit heißem Herzen, das zeichnet unsere Bewegung aus. Vielen Dank.